Ja, in der ersten Schokoladenfabrik Brasilien sieht man hier, wo sich die fertig gemachten Schokoladeneier für Ostern sich aufhalten. Ja, diese wurden neu gemacht, sind hier noch verpackt, sieht sehr gut aus. Die ganze Schokoladenfabrik entstand 1975, die erste in Brasilien. Und im Vergleich zu Deutschland oder Europa etwas spät. Allerdings sieht man hier auch weiterhin, dass diese ihr Handwerk perfekt beherrschen. Ja? Im leckeren Schokoladenhaus. Klar. Die Arbeiterin. Oh, da werden die Osterhasen verpackt. Ja, ich gehe jetzt mal etwas näher ran. Voilà. Hier werden die Osterhasen gemacht. Ja, noch von Hand werden die gemacht. In Europa ist das wahrscheinlich ganz anders. Ja, hier werden die dekoriert. In Brasilien, in Gramado, im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Und 2 Flugstunden von Rio und dann nochmal 2 Stunden mit dem Bus von Porto Alegre nach Gramado. Sehr interessant. Präsentiert von Sören Gelder von sörengelder.com aus der ersten Schokoladenfabrik Brasiliens aus dem Jahre 1975. Heute haben wir März 2014. Ja, hier sieht man in der ersten Schokoladenfabrik Brasiliens, wie die Schokolade hier schöner gemacht wird und verziert wird. Diese Fabrik eröffnete 1975 die erste Handcraft-Schokoladenfabrik Brasiliens. Präsentiert von Sören Geller von sörengeller.com aus Gramado im Bundesstaat Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens.